Supta Ekapada Urdhvasana wird auch übersetzt als die Pfahlstellung, bedeutet ein Bein heben Stellung. Annika zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die liegende Stellung. Von hier kannst du eine Ferse beugen. Du kannst dabei entweder die Ferse an die Außenseite der Hüfte geben oder auch an die andere Seite oder dich auf die Ferse setzen. Hebe das andere Bein nach oben. Im Grunde genommen einfach nur das Bein nach oben heben wäre schon Supta Ekapada Urdhvasana. Es gibt aber von dieser Pfahlstellung auch noch eine fortgeschrittenere Variation. Hier setzt du dich auf eine Ferse, du legst dich auf den Rücken, du gibst den Scheitel auf den Boden und hebst das andere Bein hoch und fasst dann mit einer Hand an diesen Fuß. Und so hast du gleichzeitig Rückbeuge im Rücken und auch eine Dehnung im Bein. Das ist die Variation, die Swami Yogeshwaranand Paramahamsa vom Yoga Niketan in seinem Buch First Steps to Higher Yoga als Subtalka Padottvasana bezeichnet. Im Allgemeinen ist aber jedes Heben eines Beines im Liegen diese Stellung.